Das ist erstaunlich stabil und sieht echt hochwertig aus. Das willst du haben, weil es richtig gut funktioniert. Das ist ja Wahnsinn. Das hier hat irgendwie so gar nicht richtig funktioniert. Seit Wochen wird mir dieser Doppelzyklon vorgeschlagen. Also, was habe ich gemacht? Ihn mir einfach mal bestellt. Für euch. Und hier ist er auch schon. Und den werden wir heute ausprobieren. Ich will nämlich wissen, wie gut ist der denn eigentlich gegen den klassischen, einfachen Zyklon, den wahrscheinlich jeder von euch zu Hause hat. Mein Name ist Sebastian und ich mache dich zum Held deines Zyklons. Der Klassiker in der Hobbywerkstatt ist genau das hier, ein Zyklon mit einem Fass, der als Vorabscheider dient. Und genau das ist das Richtige, er ist nur ein Vorabscheider und das soll der hier ja lösen. Der soll nämlich auch den feinsten Feinstaub einsaugen bzw. festhalten, sodass nichts mehr im Sauger landet. Und das teste ich heute für euch, aber ich habe einen Fehler gemacht. Nämlich, ich habe den hier versehentlich zweimal bestellt und deswegen werde ich einen an euch verlosen. Das finde ich ein dummer Fehler, ich weiß auch nicht, warum das passiert ist. Einer geht an euch. Ihr müsst nichts machen, außer eure Erfahrung mit so einem Zyklon, eure Meinung zu dem System einfach mal unten in die Kommentare zu schreiben. Ihr habt 14 Tage Zeit. Aber was genau ist eigentlich das Problem? Wenn wir so einen Vorabscheider wie hier benutzen, dann ist es so, wir haben hier ja den Sauger dran, der saugt das hier an. Und hier vorne ist dann der eigentliche Saugrüssel, der hier irgendwas absaugt. Okay, hier drin ist ein Zyklon, also hier wird eine Rotation erzeugt. Durch diese Bauform. Und dann wird der Schmutz eigentlich nach unten gedrückt. Das ist super. Und die saubere Luft geht eigentlich hier oben raus. Wir haben hier 98 bis 99,5%, je nach Wirkungsgrad gerade, die hier drin bleiben. Das heißt also, im besten Fall nur 0,5% des Staubs gehen weiter hier hin. Aber genau da ist das Problem. Und das soll dieser neue Zyklon nämlich beheben. Diese 0,5% im besten Fall gehen hier rein in den Sauger. Hier landen in der Tüte. Nee, in der Regel habt ihr hier ja schon gar keine Tüte mehr drin. Sondern gehen hier hin zu diesem Vorfiltersack. Der ist aber eigentlich nur dazu da, um den groben Schmutz abzuhalten, damit hier die Turbine nicht kaputt geht. Das heißt, dieser ganz feine Staub, der nämlich dann hier rüber geht, der kann das hier ohne Probleme überwinden. Auch wenn das nicht so aussieht, er tut es und hier ist auch nur so eine kleine Gummidichtung da dran. Selbst da geht es natürlich vorbei. Irgendwann ist das Ding aber weg, weil es ist so pieksig und dreckig geworden, dass du sagst, oh, was soll ich damit anfangen? Dann hast du das genauso. Dann ist es so, dass du diese 0,5% einfach einsaugst und dann wieder in der Luft verteilst. Und auch das möchtest du ja eigentlich gar nicht. Dann hast du auch echt viel Schmutz hier in der Luft. Deswegen benutzt du, und da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, das verlinke ich dir mal hier oben, eigentlich bitte genau das hier, so einen Sauger. Der Vorteil von dem ist, du hast hier erstmal eine schöne Tüte drin, eine wirklich gute Tüte und vor allem viel wichtiger, du hast das hier hinten drin, nämlich hier, das hier, einen Flachfilter heißt das, glaube ich, oder Lamellenfilter, was auch immer. Das Ding hast du hier mit drin und der verhindert genau das. Der verhindert, dass diese ganz feinen Partikel dann auch in die Luft kommen. Dementsprechend nutzen wir immer so etwas. Wenn du dich übrigens allgemein für diesen Sauger interessierst, für diesen alten Sauger, den ich auch früher mal benutzt habe, für das Fass, für den kleinen Zyklon oder den, alles findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt machen wir aber Folgendes, wir gucken einfach mal, was hier eigentlich drin ist. Schauen wir mal, was drin ist. Wir haben hier erst einmal den eigentlichen Zyklon. Adapter, weiß ich nicht. Den zweiten Zyklon, oder den zweiten Zyklon, genau, das kommt hier, glaube ich, irgendwie so zusammen. Eine Anleitung, Schellen, Dichtung, noch mehr Schellen, Bindung, noch ein Adapter und sogar Schlauch. Krass. Das sieht erstmal vollständig aus und es sieht auch aus, als wenn man es relativ einfach zusammenbauen kann. Also schauen wir mal. Dichtung ist hier mit dabei. Dann kann ich nämlich Folgendes machen. Das hier einsetzen und das kommt dann hier dran. So, das ist... Uiuiui. Jetzt müssen wir das ja irgendwie verbinden hier. Aber nicht so. Mal gucken. Also das ist ja der erste Zyklon, wo der Hauptdreck, oder die Hauptspäne ja abgetüdelt werden. Dann kommt das, glaube ich, hier so drauf. Ja, doch. Also schaut mal hier, ist auch eine Dichtung mit dabei. Ja, alles mit dran. Okay, also das kommt da rein. Das kommt, glaube ich, so oben drüber. Ja, genau. Und dann kommt das hier so zusammen. Irgendwie so. So. Und so. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und das hier wird dann noch mit den Schrauben verbunden. Ist ja sogar gekontert jetzt hier schon. Das ist ja genial. Grüße gehen raus an Konterholz. Ah.
Wieso sind die jetzt kürzer als die andere? Das ist die berühmte Qualität hier. Ach, ist das alles schön. So, haben wir. Das ist erstaunlich nicht stabil. Okay, nochmal anziehen. So sieht's jetzt aus und das ist erstaunlich stabil und sieht echt hochwertig aus. Fühlt sich auch gut an. Aber bevor wir das jetzt wirklich hier auf das Fass draufsetzen, machen wir jetzt Folgendes. Wir werden jetzt den ersten Test machen. Nämlich, wir werden dieses Fass mit Staub füllen. Und zwar genau bis hier. Und das werden wir machen aus unserem großen Staubbehälter. Aus dem wohl meist gehassten Video, kann man eigentlich sagen, von Helden der Werkstatt letzten, weiß ich, 2 Jahre oder von immer. Nämlich diese großen Vorabscheide, die wir gebaut haben. Und da haben wir jetzt Folgendes, wir haben Staub ohne Ende drin. Schaut mal, so sieht das Ganze aus. So, das ist auch mal ein Langzeittest. So haben wir jetzt hier unseren Staub drin. Ihr seht jetzt hier. Hier geht nämlich das Ganze rein und da geht es wieder raus. Ja, und hier seht ihr schon das Problem, nämlich den ganzen Feinstaub. Wir werden jetzt das Fass nehmen, voll machen und dann werden wir das Fass, wir nehmen, ausleeren, damit wir genau dieselbe Menge auch beim zweiten Test haben. Und werden das komplett einsaugen, nämlich ein komplettes Fass von unten bis oben. So viel werden wir jetzt einsaugen und schauen, wie viel landet am Ende in dem Sauger. Boah, guckt sich das mal an. Gaffertape hilft immer. Jetzt haben wir komplett alles eingesaugt und ich bin echt gespannt. Ich zeige euch aber mal, dass das wirklich hier drin ist. Eieiei. Und ihr seht jetzt hier komplett voll alles hier drin. Oder ich hoffe, dass zumindest alles hier drin ist. Das Ding war eben, Sandra, die braucht ihren Sauger wieder. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Also, hier alles drin. Jetzt schauen wir mal, was ist denn hier drin? Beziehungsweise, wie viel ist denn jetzt im Beutel gelandet? Oh ja, okay. Wir müssen jetzt bedenken, wir haben ein komplettes Fass eingesogen. Ah, ich merke schon. Ach du meine Güte, das brauche ich eigentlich gar nicht aufschneiden. Das ist ja der Wahnsinn. Also, jetzt muss man sagen, die Abscheiderate ist immer eine etwas andere. Aber ich habe jetzt massiv viel auf einmal eingesaugt. Wenn ihr sägt, habt ihr natürlich nur eine kleine Menge an Spänen, dann funktioniert der Abscheideprozess besser. Weil das hier hat irgendwie so gar nicht richtig funktioniert. Also hat schon funktioniert, habt ihr gesehen, was alles im Fass ist. Aber weil ich so viel auf einmal eingesaugt habe, ist es schlechter geworden. Und wir haben hier dieses Ergebnis. Das ist das, was noch hier wieder in der Tüte gelandet ist. Also schon eine ganze Menge. Wirklich Wahnsinn. Und das wäre bei euch besser, wenn ihr nach und nach saugt. Aber wir sagen jetzt mal gleiche Verhältnisse. Jetzt probieren wir das Ganze mal mit dem Doppelzyklon. Für euch, was ist jetzt hier passiert? Auf einmal ist das Ding hier komplett voll. Aber aus welchem Grund? Ganz einfach. Ich wette mit euch, das hier ist verstopft. Warum? Ich habe es ein bisschen zu übertrieben. Ich habe ganz viel Schmutz auf einmal, oder Späne auf einmal eingesaugt. Und deswegen wird es verstopft sein. Aber das ist ja meine Schuld, denn wenn ihr normal zerspannt, passiert das nicht. Und einen dicken Hubel gehört das ja sowieso nicht ran. Und wenn ihr normal sägt, passiert das auch nicht. Lass uns mal schauen, wie es aussieht da drin. Nee, der war voll. Das ist das Problem. Er war voll. Hier fehlt noch ein kleines bisschen. Das heißt, dass er Folgendes macht. Er macht das ein bisschen feiner. Also die Menge an Staub war genau dieselbe. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Ich habe von hier
beim ersten Versuch den Staub hier nur genommen, hier wieder rein und sauge den erneut auf. Was wir aber sehen, ist Folgendes, dass wir hier, ja, der macht den Staub etwas fluffiger scheinbar, als es vorher war. Deswegen war er oben voll und hat sofort, zack, das hier rüber gebracht. Und jetzt bin ich super gespannt. Ja, also wir sagen jetzt einfach, das ist jetzt das Ergebnis, weil das bisschen, was da noch drin ist, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Und jetzt ist die spannende Frage, wie viel ist jetzt hier drin? Ja, ganz bewusst, du hast gesehen, nicht geschnitten, nicht gestellt. Raus kommt es. Und jetzt seht ihr Folgendes. Oha, das ist wirklich ein komplett, das ist ja Wahnsinn, ein anderes Ergebnis. Das ist alles. Das ist das, was übrig bleibt. Das ist das, was jetzt noch überhaupt hier im Staubbeutel geblieben ist. Das ist wirklich also nur feinster Staub, gar nichts anderes. Das ist echt krass. Zack. Also, Fazit ist eigentlich relativ simpel. Genau das willst du haben. Es macht nicht das, was ich mir erhofft hatte. Erhofft hatte ich mir, dass gar nichts mehr hier im Staubbeutel ist, war es aber. Ja? Aber er macht etwas, was wirklich genial ist. Das ganze System hier kostet ein bisschen über 50 Euro, also das hier. Ja? Plus fast nochmal für ein paar Euro. Aber ich sage dir, das willst du haben, weil es richtig gut funktioniert. Denn du kannst Folgendes machen, du kannst ganz normal saugen. Du brauchst immer noch einen guten Sauger, einen guten Beutel und vor allem brauchst du noch einen guten Filter hinten dran. Das heißt, nimm bitte nicht den günstigen Einhänder, nimm richtig guten Sauger mit einem guten Filter. Ab 99,5 und 99,9 geht es da auch schon los. Aber was du hier hast, du hast normalerweise hier keine Möglichkeit reinzugucken, du weißt gar nicht, wann es voll ist. Und du siehst schon, dass dein Beutel wahrscheinlich Jahrhunderte hält auf die Art und Weise, aber du siehst hier eben, wenn das sich nach und nach füllt und vor allem auch, wenn es sich schlagartig füllt, dann ist das Ding hier voll. Das ist schon eine geniale Sache. Also ich muss sagen, ich finde es wirklich gut. Und wenn ich mir noch mal einen Zyklon kaufen würde, würde ich auf jeden Fall genau den hier kaufen. Wenn du den hier dir zulegen willst, findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowie auch das Fass. Perfekte Kombi, passt super zusammen. Auch passende Sauger und nochmal verlinkt. Ihr schreibt mal unten in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Ich sage Wahnsinn und für euch ran an den Sauger und bis zum nächsten Mal.